Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Liquid Crystal Random Meiser Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir hier in dem Tunnel hier gegangen. Ich habe den Namen vergessen. Und wir haben nur noch zwei Pokémon. Ja, da ist Jugon ja geil. Ja, ich gehe direkt raus zum Schalt. Alt 68. Hat mich gerade mit der K.O.-Attacke getroffen, ne? Es war eine K.O.-Attacke. Eiskälte. Ja, genau. Genau. Die einfach mal mit Eiskälte eiskalt getroffen hat. Komm, kill das Ding jetzt, bitte. Nein. Drowsy. Superheiler. Hyperheiler. Schau mal da auf die Icons. Mixe hier nein. Warte, wo sind die? So. Aber danke für den plus 2 Boost, liebes Drowsy. Dem nimmst du gerne an, ne? Oh, plus 4, du bist aber freundlich. Oh, plus 4, ne? Easy. Oh, wie man schon sieht, heute ohne Facecam, ne? So, die Apokalypse ist hier los, ne? Alter, jetzt ist Latias tot. Das war aber auch ein One-Hit-KO, ne? Das heißt nur wegen Eiskälte. Werde ich sicher fett auf dem Titel packen. So. Den nehme ich rein. Blume ist schon mal safe. Gengar. Obwohl, das wird zwei Gift-Pokémon geben, Alter. Mal hier noch Dratini könnte ich reinnehmen. Ja doch, könnte ich reinnehmen.
Ja, nehme hier Fellmeister rein. Und halt noch zwei anderen. Obwohl einer der zwei ist halt Meter groß, der andere würde ich sagen Gengar. Okay, Abra brauche ich noch, fuck. Aber dich brauche ich nicht mehr. Alter, habe ich gerade eine Menge verloren, ne? Aber ich würde sagen, ich trainiere die Pokémon, bis gleich. Diesen Move bringe ich dir nicht bei. Haben wir auf der Route neben Azuria City schon was gefangen? Falls nein, hätte ich das Mädchen sicherheitshalber mal fangen. Ich werde dann auch noch schnell auf der Box gucken. Ich habe nebenbei noch Gänge reingetan. Ich glaube aber auf der Route haben wir noch nichts gefangen, ne? Gerade auf dem Weg wieder zur Höhle. Und dann habe ich das Mädchen gesehen und wusste nicht, ob wir hier schon Pokémon gefangen haben oder nicht. So, Cerulean City, Route 4. Route 24, Dragon's Den, Silver Cave, New Darktown, Dojo Falls, Route 27, Route 15, Celadon Town, Route 18, Route 13, Route 14, Route 12, Juliana City, Cerulean Cave, Route 25, Route 9, Route 10, Route 4. Okay. Der Bock schon mal nicht. Route 4. 34, Route Golden Road City, Route 35, Golden Road City, oder Burnt Tower, Mortar. Okay. Und ich hatte niemanden da Ripbox, der auf Route 100 war, weil vorher ich diese neue Pokémon in Steam genommen habe, die ich davor gefangen habe. Jetzt würde ich sagen, Sie werden zu der Höhle wieder. Bis gleich.
Hier haben wir auch noch nichts gefangen, das weiß ich. Und wenn wir jetzt so schnell auch nicht tun. Iggybuff, das war eins der ersten Pokémon, die wir gefangen haben. Wisst ihr noch? Mag. Sludge Bomb hätte wie getan, wäre ich noch Typ Fee. Wir sind hier in Gen 6, 7 und 8. Hoffentlich endlich mal angekündigt für 2E3. Dann. Wenn nicht, dann kann es ja gar. Oder vor der E3. Es wird safe vor der E3 angekündigt oder danach, weil Pokémon war noch nie so ein E3-Ding. Das wurde genauso wie Fire Emblem noch nie bei sowas angekündigt wie E3 oder Gamescom. Nehmen wir mal als Beispiel Pokémon Sonne und Mond. Er hatte überhaupt keinen Auftritt auf der E3. Also da war ein kleiner Trailer bei der Gamescom. Ja, erstmal heilen, ne? Da irgendwie ist Gerdewurd das einzigste Pokémon von, ne? Vor der Liga, wo ich im Team hatte, wo noch übrig bleibt. Ich meine zum Beispiel Dragoran, das habe ich auch noch in Johto gefangen. Ist ja geschenkt bekommen. Oder Kid Arabok. Alter, sind die hochgelevelt. Ja, erster Blizzard geht erstmal daneben, geil. Zweiter Blizzard geht nochmal daneben. Danke. War das so schwer? Jo. Er kennt Move. Nice. Blizzard. Killt es. Golbat. Könnte ich drin bleiben, aber nee, nee, nee. Ich hab Karl dabei. Kinga. So, gehen wir mal wieder auf Metagross. Hat wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wie war's auf der Box mit Metagross? Ja, also eigentlich war's voll chillig, ne? Ja, und warum bist du wieder hier? Ja, ich hab gehört, es ist so eine kleine Apokalypse geschehen wegen diesem Davis. Ne, so coole Kollegen wie Latias und Tornupto sind gestorben. Ne? Und da wollte ich halt dem Team helfen. Weil ich ganz genau weiß, dass sie es ohne mich nicht schaffen können. Okay, Metagross. Und hoffen auch, dass wir es nur wegen dir schaffen können. Und nebenbei sollte ich bei Gelegenheit dem Ding den Zertrümmerer vergessen lassen. Ich wollte da nochmal in Ducatia City nachgucken im Casino, ne? Wollen wir uns ja Pokémon und kaufen. Raticate. Blume 2. Alter, der Nachkomme von Blume. Und Alter, ich habe hier schon vor einer Stunde die Aufnahme gestartet und wir haben gerade mal 14 Minuten aufgenommen. Okay, fast 15, ich gebe es dazu, aber trotzdem. Super Fängen. Nö, 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 nö. Nicht mit mir.
Ich werde hier erstmal den Solarstrahl aufladen. Okay, liebes Radikal. Okay. Notsituation. Das war jetzt nicht wirklich eine Notsituation, aber okay. Superfang. Diese Notsituation wird auch viel klüger gewesen, Junge. So ist Notsituation, als du so beschädigt warst. Okay. Jetzt tot, aber dann hättest du mit irgendeiner anderen Attacke mich gekillt. Ne, ich wollte eigentlich zuerst Gänge rausholen, aber dann habe ich gemerkt, erstens ist halt keine Giftattacke, sondern Spuckball und Traumfresser. Und gibt es jetzt nicht Typs-Pokémon? What the heck? Dasselbe könnte ich dich fragen mit deinem Hypno. Pedo. Ich würde dann Gengar automatischerweise nach vorne packen, weil eigentlich wollte ich jetzt Gengar gegen das Ding einsetzen, aber was ist, wenn die Psychic droppt, die auch kommt, hä? Die hätte Gengar weggefetzt. Nebenbei, Outrage hat in dem Spiel nur Stärke 90. Warum? Reicht sie aus? Ja, müsste. Nee, tut sie nicht. Fuck. Future Sight. Geben müsste Schwäche als Psychic sein. Oh, no. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt ein großes Problem habe. Geh okay, doch nicht. Das Hypno ist tot. Ich dachte nicht, dass ich jetzt schnell die Psyche rauszaubert. Das Ding, das irgendwie überlebt und ich darf von Future Zeit gekillt werden, ne? Das wäre bitter gewesen. Kloister. Bleibe ich nicht drin. Aber auf wem gehe ich dann? Max, okay. Max, du kommst jetzt sofort her. Okay. Was ist es diesmal? Ja, du sollst diese Muschel knacken. Okay. Ich weiß genau, dass du was anderes sagen wolltest. Nein, 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 ich doch nicht. Okay. Oh Mann, was ist? Ach, das ist nur der See, wo dieses Typ nur hier rausgedonnert hat. Ach so. Ja, also das denke ich locker mit meinem Psychostahl-Typen, ne? Außerdem ist das hier nur Stärke 90. Und diese Muschel, die ist doch härter, als ich gedacht habe. Ja, Max, genau. Mach jetzt erstmal Zitrone raus, damit es sich nicht teilt. Danke. Okay, habe ich doch gern gemacht. Außerdem hat es jetzt einen Defense Drop. Okay. Spike Cannon. Was ist denn das? Was zum. Ich ist Spike kennen. Meteor Mesh. Bäm! Warte, ich muss es ja wie Metagross sagen. Bäm! Ist es tot? Ja, ist es. Hurra! Hypno. Dann kann Karl endlich mal zeigen, was er drauf hat. Ich sollte ihm mal in den Part Pokémon Liquid Crystal zuholen. Ne? Zeigt auf, was er drauf hat. Ja, bei Minluke ist, falls es noch hier irgendwo in dem Spiel so Wander-Pokémon gibt.
Okay. Das wäre so ein Moment, da hätte ich jetzt die Facecam angemacht, ne? Nur für diesen Moment. Aber nee, nee, nee. Der Gengar, warum tutest du das Hypno nur? Du hast Glück, dass du einen Hit für dem Ding überlebt hast. Ja, so ein Glück habe ich ihm vorhin nicht reingeschickt, ne? Was ist das für eine Musik? Was ist das für eine Route? Beat it Punk. You say prayers, kids. It's the end of the road. Ja, toll, schön bildisch. Golbat. Alter, es hat nicht vergiftet. Giftzahn hat nicht vergiftet. WTF? Ich meine, es ist Giftzahn. Trotzdem ist es tot. Rest in Peace, Golbat. Und ich außerdem, warum werde ich in dem Spiel so beleidigt? Jetzt werde ich hier als Pest beleidigt. Jetzt werde ich als Punk beleidigt. Was soll das? Das hätte man nicht Pokémon Liquid Crystal nennen, sondern Pokémon alle beleidigen Famaster FK Crystal. Oder Pokémon Liquid alle beleidigen Famaster FK. Weil es so schön ist, Famaster FK zu beleidigen, ne? Und dieser Huhnsohn. Was hat er gemacht? Oh, ich glaube Verfolgung. Ja. Ich hasse diese Attacke, Donnerschlag. Kann man Donnerblitz zufälligerweise im Casino holen? Falls ja, dann mache ich es. Dann gehe ich aufs Screen ein bisschen ins Casino. Ich habe hier das Money. Ne? Da werde ich dem Ding Donnerblitz beibringen, ey. Das glaub's. Ich mach mal nichts vor, das Ding wird einen Spukball überleben, aber der wird mich auch nicht killen. Ja, auf das kannst du aber so ein Tank wie das klopft, kannst du one-hitten, aber Hypno nicht. Ja, nie ist klar. Glaubt dir jeder. Toast, ja, du bist Toast jetzt. Hallo Toast. Was zum Teufel ist das? Calcium. Okay, das scheint so eine Art Rückweg zu sein. Ja, ist ein Rückweg, brauche ich aber nicht. Aber für die, die es nicht wissen, das hier ist der Mondberg. Oh, hello, I'm looking for some fossils around this cave entrance. If you would like to enter this cave, then please come back later. Boah, okay. Da kommen wir halt später wieder, wenn die Rocket weg ist. Togepi, Alter, das ist so eine Beleidigung für mich, ne? Von so einem großen Fall, das Ding hat schon Mut. Oh, Axel.
Warte mal, warum bin ich gerade auf Blumen gegangen? Andererseits, was will das Golbat schon machen? Ja, Katar. War doch klar, dass er so viel Schaden macht, ey. Gardevoir. Poison Fang schon wieder, Alter. Weil ich mal ohne Vergiftung. Warte mal, die singen schneller. Ich würde am liebsten jetzt laut schreien, hä? Ich würde jetzt am liebsten losbrüllen wie der letzte Lackaffe. Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Sieht man wieder daran, dass ich mir zu schade war, um mich zu heilen. Jetzt ist mein letztes Pokémon, was ich noch in der Liga hatte, tot. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Neuerungen, aber hier ist mal im Ernst. Was soll das? Vor kurzem noch Blume, jetzt Gardevoir. Ich weiß noch nicht mal, ob ich Gardevoir im Team hatte in der Liga. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte aber Latias im Team, ich hatte Suicune im Team, beide tot. Ich hatte Hariyama im Team, ist tot. Blume war im Team, ist tot. Konopto tot. Der letzte habe ich gerade vergessen, aber der ist auch schon tot. Alter, jetzt muss ich hier Zenix der Hedgehog auspacken. Ja, wie gesagt, keiner mehr aus der Liga oder davor, wo ich im Team hatte, ist noch dabei. Silikon tot. Habe ich noch Huthut? Ich glaube schon. Und wehe, das macht ihr jetzt irgendwie Crit-Erdbeben. Ne, es macht Zentum. Raider. Hahaha. Wer ist das? Du bist so lustig. Wie das, wo man jede Runde Schaden macht, einfach mehr Schaden macht als die Zentum an sich. Bams. Weil warum ist Bisafleur schneller als Sandama? Jeden Part müssen mindestens 500 tote Pokémon sein. Oh, this is a place is overrun with rockets. Wie krieg ich hier im Auto? Ja, habe ich doch. Junge, verarsch mich bitte nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Fick dich. Also, ich bin jetzt endlich wieder da, ne? Hab wieder Screentime vom Famous FK bekommen. Und dieses Smogon, das ist vor mir explodiert. Aber das habe ich locker weggedeckt durch meinen Stahltypen. Ja, Max, ja, genau so. Genau das ist passiert. Flagma. Warte mal, das ist Feuerfuck. Andererseits, komm, was wird das gegen mich machen? Ist nur ein Flagma oder ist 10 Level niedriger? Also, ich hab's gewonnen. Schneckmark heißt das auf Deutsch nebenbei. Ich dachte gerade, das wäre ein Gift-Pokémon. Ich verwechsel das immer mit irgendeinem Gift-Pokémon. Ich glaube, Schluppuck. Ich verwechsel das immer mit Schluppuck. Bietet Punk, jo, leck mich am Arsch, du. Das man ja wieder am Anfang, ne? Kamerupt ist der Encounter, geil. Will haben. Kamerupt ist mega geil. Das ist das Level 7, das ist irgendwie geil. Durch was wurde das ausgetauscht? Geborok. Geil. Kamerupt. Boah, was das Signature Pokémon von Mark ist. Gut, dass ich hier nochmal runtergefallen bin, ey.
Bevor wir sind, habe ich irgendeinen Weg verpasst. Ist ja auch noch Team Rocket Member. Jetzt darf ich hier rumrennen, bis der Schutz leer ist. Jesus Christ. War klar, dass irgendwann kommen wird. War das so klar, dass es irgendwann kommen wird? Dick, da wurde gefangen. Geil. Wie ironisch, dass es direkt neben Stardust ist. So, das ist ein Dick. Man direkt. Boah, Alter, meine Mutter muss mich wirklich jedem. Boah. Ich würde sagen, ob hier beenden wir den Battle. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.